Ja, jetzt möchte ich euch mal den Stellplatz in Roquetta de Mar mal ein wenig näher zeigen. Das ist die Einfahrt. So kommt man da rein. Wie gesagt, man kann es nicht verfehlen. Der Platz hat circa 70 Plätze, kostet 11 oder 12 Euro je nach Saison, glaube ich. Und Strom extra. Der Platz hat das ganze Jahr geöffnet. Hier kann man zwischendurch mal Frischwasser auffüllen, Gießkanne oder so. Alles trinkbar. Und hier sind die Toiletten. Alles in Ordnung und sauber. Sogar Papier ist vorhanden. Das sind die Duschen- und Waschräume. Zwei Duschen für die Herren, zwei Duschen für die Damen. Und genauso mit den Toiletten. 1 € für 5 Minuten. Das langt. Für den Abwasch. Leider kommt nicht ganz so warmes Wasser. Manchmal ja. Waschmaschinen und Trockner je 3 Euro. Der Bereich zum Wohlfühlen, wenn man Lust und Laune hat. Boccia-Bahn ist auch da. Kleiner Raum, da hat auch einen Fernseher für schlechte Tage. Alles da. Schlechtes Wetter. Ja, und Entsorgung. Die Toilettenentsorgung ist auf der anderen Seite hinter der Mauer. So kommt keiner auf die Idee, mit dem Frischwasserschlauch seine Toilette zu spülen. Solche Leute gibt es ja auch zu Genüge, leider. Genug dafür alle. Anstehen gibt es wohl kaum bei den Toiletten. Und Waschbecken zum Händewaschen inklusive Seife auch vorhanden. Rezeption, da gibt es auch Wein und Bier. Und ein Bäcker kommt auch morgens 9.30 Uhr oder was 10.30 Uhr. Alles da. Die Plätze haben auch alle eine ausreichende Größe. Nur leider unser nicht. Die Nummer zeige ich euch gleich noch. Also bis 40 geht. 46 ist der Platz, der am schlechtesten ist. Und den haben wir natürlich erwischt. Und ich hab schon Man kann nicht mal vernünftig eine Markise ausfahren. Geht nicht. Zu klein. Ansonsten ist der Platz für mich wunderbar. Aldi 800 Meter, Mercadona 1000 Meter oder 1100 Meter und der Strand 5 Minuten. Was will man mehr?